Servus, meine lieben Freunde! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal. Heute mit Special Guest. Ja! Nee, ich applaudiere nicht. Wir werden etwas machen, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue. Und zwar, erstmal parallel dazu ist gerade der Kuchen von Revi im Parallel dazu. Deswegen schaut auf jeden Fall bei seinem Video vorbei. Ist auch mega lustig bis jetzt geworden. Wir machen heute etwas, was wir zwar schon mal gemacht haben, aber ich dachte einfach, dass es mega lustig wäre. Das haben wir schon mal gemacht. Wir machen heute eine Schokokusstorte. Negerkusstorte. Eine Schokokusstorte. Das Wort ist nicht erlaubt. Meine Oma war letztes Jahr so begeistert davon, die hatte jetzt Geburtstag. Und meinte, wir sollen die zum Geburtstag machen. Das heißt, es. Wann ist Geburtstag? Morgen. Das heißt, ich kann den nicht mal probieren. Ah, ja. Oh, lecker. Macher. Doch. Sind die vegan? Sind die vegan? Bro, Digga, willst du, dass wir Diabetes bekommen? Was ist das denn? Achso, das habe ich einfach so gekauft, weil es mich irgendwie an meine Kindheit erinnert hat. Minions war deine Kindheit? Wie alt bist du? Vier? Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Bro, let's go. Direkt los. Wir haben hier unsere Springform. Da muss erstmal Backpapier rein. Rosen aus Esspapier. Ich dachte, das ist so schön zum Singen, weißt du? Okay, was machen wir? Jan, kannst du da kurz Backpapier drauf machen auf den Boden? Ei trennen, Eiweiß und den Zucker zu einem stabilen Eischnee schlagen. Das ist so dumm. Warum gibt's nicht einfach Eier, wo das eine drin ist und dann das andere? Hühner sind so dumm, wirklich. Ich würde es so machen. Ich bin schlauer als du. Das ist absolut gelogen, Bro. Und guck mal, den Rest, den kannst du jetzt einfach abkauen. Weißt du? Wie viel? 100.000? Ne? 150. 160. 162 Gramm Zucker. Alter, das ist zu viel. Es gibt so Dinge, da kannst du zu viel von geben. Zucker und Butter. Und Kokain. Das hast du jetzt gesagt. Ha! Das wäre so geil geworden. Boah, ich hab gedacht, du klatschst dir das jetzt straight ins Gesicht. Nee, nee, danke, danke, Picasso. Ja. Ich dachte, ein Messer. 100. Ah! Alter, das hat so gezogen. Ich hab keine Butter. Ich glaube, ich habe noch abgelaufene hier. Ist der Kuchen nicht für deine Oma? Einfach die oberste Schimmelschicht wegkratzen. Oma freut sich, ne? Guckt die Oma auf die Videos? Ja. Also die Butter ist laut Datum nicht abgelaufen, sonst würden wir die natürlich nicht der Oma geben. Doch. Wir müssen die Schokoküsse trennen. Warte. Nein. Nicht dein Ernst. Ey, die kommen nicht mehr in den Kuchen. What the fuck, klar. Da habe ich kurz an die Mikrowelle. So oh, scheiße. Nein, nein, doch, nein, doch, nein, das ist passiert. Das ist jetzt nicht passiert. Oh nein, warum? Das sind die 150 Gramm Butter. Was passiert damit jetzt? Nichts gut. Das ist so ein Teller Pisse von jemandem, der so 3-4 Tage einfach durch die Wüste gelaufen ist. Und obendrein Hepatitis hat. Also Digga, ganz ehrlich, wenn ich hierfür nicht Sozialstunden angerechnet bekomme für später irgendwann, wenn ich mal einen Unfall baue oder so, dann weiß ich auch nicht, Tim. Sollen wir Farbe direkt mit reinmachen, damit der pink oder so wird? Ja, machen wir. Das ist nicht Farbe, das ist Vanille. Ist Nein. So ein bisschen. Oh, ein bisschen Vanille ist ja nicht schlimm. Oh shit. Das übertönt die abgelaufene Butter. Wir machen oben ihn betrunken. Nein, nicht. Den Kuchen esse auch ich. Nein, ich kann nicht wirklich. Nein, das Stückchen ist doch gut. Wie hat Oma schon früher mal gesagt, bisschen rum, mach doch nicht dumm. Nie irgendwann meine Oma gesagt. Ich kann noch meinen Namen schreiben. Kannst du nicht. Nee, kannst du nicht. Kannst du wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob man da alles so rein tun sollte. Doch, das geht. Nein, das ist doch locker richtig süß. Ich kann mich gerade angucken. Das ist ein bisschen zu rot. Der Torten. Hatte da jemand Erdbeerwoche? Ja. Sollen wir noch was gelb hinterher färben? Nein, 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 das darf da nicht rein. Okay, okay, das ist schlecht. Nein! Oh nein! Wo hat der davon die andere? Omi mag auch Tequila. Tim hat Tequila, Tim hat Tequila, Tim hat Tequila. Tequila, Tina. Nein, das ist meine Mutter, nicht meine Oma. Hast du da jetzt eigentlich echt Captain Morgan reingemacht? Nein. Ja, ein Schuss. Na gut, das macht munter, ne? Nein, nicht in den Boden. In den Boden. Können wir noch rausholen, oder? Ja, lass uns wieder rausholen. Finger weg, ich koche. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Diese Schokoküsse müssen doch irgendwie jetzt zermatscht werden, ne? Das ist schon sauber. Tim, wie viel Grad muss der Ofen? Ich schwör's dir, das steht hier nicht. Es steht nicht. Guck, es steht, du wirst es nicht finden. 180 Grad steht da. Dann ab in den Ofen. Kannst du wenigstens noch gut sehen? Ja. Ich kann gut sehen, ich habe Kontakte. Dann kannst du ja natürlicherweise nicht gut sehen, wenn du keine Kontakte hast. Stimmt. So Leute, wir haben den Boden aus dem Ofen geholt. Jetzt ist die Katze aus dem Ofen. Ich weiß irgendwie auch nicht, wie das aussieht. Ich finde wie so eine verbrannte Pizza Margherita. Wenn ich deine Oma wäre, würde ich mich echt ungeliebt fühlen. Es ist ja nur der Boden, den sieht man eh nicht mehr später.
Oha, der ist aber voll gut geworden. Aber ein bisschen dünn, oder? Wird ein kleiner Kuchen. Tu Butter bei den Fischen jetzt. Das ist viel zu viel jetzt. Das ist viel zu viel. Kennt ihr, wenn ihr so Samenproben abgeben müsst und dann kommt ihr zur Samenbank und dann stellt ihr euren Topf so hin und sagt, hier bitte? Nee. Okay. Kennt ihr das, wenn ihr beim Arzt eine Urinprobe abgeben müsst, die aus Versehen aber eine Samenprobe abgeht? Oder wenn du beim Arzt bist und der Arzt so sagt, ja, sie müssen aufhören zu masturbieren und du sagst so, warum? Und der Arzt so, ja, weil ich sie sonst nicht untersuchen kann. Ja. Knüppel mal die Sahne hart, mein Freund. Die letzte Chance, Remi so ein Ding ins Gesicht zu klatschen. Ich rühre gerade. Okay. Jetzt schmeckt das mal. Aua! Nein, dafür bin ich zu nüchtern! Warum? Schmeckt dir etwa unser Essen nicht? Hey, wieso schmeckt das nicht? War das so widerlich? Bisschen Bourbon-Vanille rein. Du hast die falschen Haken, du Depp. Nein, die richtigen sind in der Spülmaschine. Das muss aber. Ja, das muss so gehen. Das funktioniert kein bisschen. Hol mal die anderen mit nicht raus, das funktioniert. Der steht hier drei Stunden. Jan, wie läuft's? Boah, stinkt die. Oh, boah, fuck. Oh. Die riecht nach Wichse. Was ist damit passiert? Bitte, nein, bitte. Oh Gott, oh Gott. Du hast es jetzt einfach reingemacht, da war das Spül. Ah, da war das Spüli dran. Du hast ja jetzt nicht ernsthaft die Spüli-Dinger reingemacht. Doch, hat er ja. Hey, nein, hab ich nicht. Ihr habt die vorher abgeleckt. Ach ja. Warte, sollen wir noch einen Schuss Zitronendings reinmachen? Nee, nee. Aber ich finde, es sieht super aus. Also die Creme auf jeden Fall. Das machst du gut. Mhm. Hier ist so dünnflüssig. Hallo. Oh. Wer will ihn haben? Kann man das noch mit dazu mischen? Ja, mach mal bitte. Nein. Es funktioniert nicht, weil das ist keine Creme. Guck hier. Hier, Oma, dein Kuchen. Wir haben was du, warte, wenn wir das hier reinkippen, wird es auch fester. Guck mal, das hier ist nicht, das ist keine steif geschlagene Sahne. Aber soll ja eigentlich solche sein. Ja, ist er aber nicht. Wir nehmen das hier. Ich rette das jetzt hier für die Oma. Ist das ein Terranfeld? Das in der Mitte ist Dunstabzugshaube. Da, wo du gerade deine Eier geföhnt hast. Ja, das ist ein Film. Dafür ist das Loch ja auch da. Ich habe extra bei dem Küchenbauer gefragt, kann man sowas eventuell integrieren? Ich mach schnell was zum Umrühren, schnell für die Grille. Aga, aga. Uga, buga. Aga, aga. Aga, aga schmeckt so ähnlich wie Uga, uga, nur ein bisschen salziger. Onga, bonga. Onga, bonga. Alter, du hast was den Boden zerstört. Okay, Tim. Handywecker stellen. Zwei Minuten, ab jetzt. 2 Minuten. Ich achte auf die Uhr. Wie macht man das hier kälter? Ich hab mich vollgeschissen. Wenn wir dich nicht hätten, wären wir einfach verloren, weißt du das? Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe damit noch nie was gemacht, aber es ist auf jeden Fall Gelatine-mäßig, wie du siehst. Ich glaube, ja, du hast gerade deine Wichse erhitzt. Aga, aga ist meine Wichse. In Pulverform. Das wird im Leben nicht funktionieren. Ich hoffe doch. Sei nicht so pessimistisch. Es wird funktionieren. Es wird fester. Echt jetzt? Wenn das nicht fest ist und wie das oben drauf steht, dann fließt es an der Seite weg. Richtig. Das ist irgendwie doof, ne? Es ist schon besser. Guck mal hier. Vielleicht braucht es noch ein bisschen, weißt du? Stärke, Speisestärke. Das habe ich sogar da. Schmeckt das nicht ein bisschen an Schnitzel? Ja, also das hat jetzt nicht so viel gebraucht, ne? Ich würde sagen, wir müssen es frieren. Du sollst einfach draufschütten, ja. Ich wollte eigentlich die Form den noch zurückbringen. Ich glaube, das wird an der Stelle nichts mehr. Ja, wir müssen. Was ist denn jetzt hier mit? Wir haben den Dings vergessen. Oh nein! Nee, das ist egal. Egal! Warum bist du jetzt so anti? Du bist antisemitisch, ich wusste es immer. Guck, jetzt wird's für mich fest. Ich finde, es sieht lecker aus. Jetzt, wir machen das, dass es was fest werden, dann dekorieren wir das noch und dann ist das schön. Du dummes Stück! Sollen wir unseren wunderbaren Kuchen aus dem Ofen holen? Aus dem Kühlschrank holen. Bro! Der ist halt echt fest. Das ist flüssig. Ja. Es geht halt echt. Mach's wieder zu. Also wir verzieren es jetzt einfach und danach tun wir das nochmal in den Kühlschrank. Warte, ich probier mal. Schmeckt das nicht noch ein bisschen nach Glasreiniger? Willst du probieren? Damit hat mir der Mann auf dem Parkplatz auch eine Backpfeife gegeben. Okay, Jan, guck mal, ich habe hier Deko-Herzen, Blümchen, dann die 70 und dann noch andere Blumen. Und Perlen. Ist deine Oma auch 70 geworden? Ja. Meine auch. Meine ist vor 2 Jahren gestorben. Oh nein. Meine hatte Corona. Boah! Ey, wieso versaue ich mich die ganze Zeit? Ich bin wie so ein kleines Kind. Guck dir das mal an. Ey, doch nicht auf eine Stelle. Alles. Nein, lass es wenigstens ein bisschen verteilen.
wenigstens ein bisschen verteilen. Das war nicht der Mittelfinger, das war der Zeigefinger. Hat schon wieder irgendwas. Ja, möchtest du? Ich finde, das sieht super aus. Also ich würde mich über so einen Kuchen freuen. Das war auch alles selbst. Röschen? Ja. Komm, eins. Kennst du diese Leute, die Erwachsene so Schnuller im Mund haben und sich so als Baby verkleiden? Da sehe ich dich. Ich bin auch einer von denen. Danny King. Aber nur, wenn die Kamera aus ist. Mach dich unter dem Finger. Nimm jetzt. Ich hab den doch gerade gewaschen. Wo war der denn vorher drin? In der Waschmaschine. Ne. Oh, 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 oh. Doch, so ein ganz kleines bisschen. Ganz kleines bisschen. Ein bisschen. Bisschen. Ey, Jan. Oh mein Gott. Hallo, Oma von Tim. Ja. Nein. Denn das noch? Das ist gar nicht angemessen für den Geburtstag von der alten Frau. Als mein Opa 70 wurde, habe ich gesagt, sei froh, dass du es aus der DDR rausgeschafft hast. Guck mal, sein Leben ist so scheiße. So, Leute, also das ist... Das ist super geworden. Ah, ich will auch. Nee, oh, 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 oh. Wir hoffen in dem Sinne, dass euch das Video gefallen hat. Hallo, Tims Oma! Danke an dich, dass du dabei warst. Ja, danke, danke für deine Hilfe. Das ist eine sehr große Hilfe. Schaut auf jeden Fall auch bei Sebastian vorbei, da haben wir auch ein sehr lustiges Video gemacht. Da haben wir noch einen Kuchen gemacht, der natürlich auch viel besser geworden ist als dieser Kuchen. Und wir hoffen, wir sehen uns bei einem von den nächsten Videos wieder. Bis dann, macht's gut, Leute. Okay, Ellen DeGeneres.